Ja, moin. Heute ist mal wieder eng im Schiff. Wir schablonieren die Bootspolster. Ja, ist eine elendige Kriecherei. Aber was muttert Mut, ne? Dafür haben wir so eine schöne, stabile Pappe. Wobei das keine richtige Pappe ist. Das ist so ein Pappabdeckmaterial, wie man beispielsweise Maler das verwendet. Wenn also nicht nur Folie zum Einsatz kommt, sondern halt ein bisschen was Dickeres, was Stärkeres. Die ist auch so kaschiert, dass die wasserfest ist. Ja, und da schneiden wir jetzt mal gerade Kante, damit wir einen Fixpunkt haben, wo wir dann die Schablone anlegen können oder die Pappe, um dann die Schrägen, die Diagonalen abnehmen zu können. Das ist natürlich relativ eng hier, weil die Polster sind ja schon recht große Bauteile. Da muss man sich ein bisschen organisieren. Aber das geht. So, schneiden wir das hier. So, der Streifen ist ab. Und dann seht ihr auch mal, das ist so eine Art von Pappe, die lässt sich gut knicken, ist aber doch halbwegs formstabil. Ja, dann haben wir jetzt hier einmal eine gerade Kante. Die nehme ich zum Anlegen an das Kohlenbrett. Und dann schauen wir mal. Wir müssen als erstes mal die Länge hinbekommen, bevor wir das hinten an der Bordwand entsprechend anpassen können. So, jetzt zeichne ich mir die Länge hier mal ein. Genau. Dann weiß ich nämlich, wo ich schneiden muss. So, jetzt haben wir das Ganze noch auf Länge geschnitten. Und jetzt drücken wir das mal in die Kontur vom Rumpf, damit uns das nicht verrutscht, weil wir haben eine saubere Anlegekante jetzt hier vorne gemacht. Kleben wir mal die Schablone provisorisch hier fest als Fixpunkt. So. Genau, und dann legen wir das hier dran. Deshalb zu starr darf die Pappe nicht sein, sonst kriegst du das halt nicht in die Kontur gedrückt. Und hier kann man jetzt ganz schön sehen, dass man das schön reindrücken kann, dass das halt genau dem Verlauf der Bordwand folgt. So, markieren wir den Kram auch direkt. Den Knick, den ich gerade gemacht habe, das schneiden wir dann nachher mit der Schere ab. So, das Spannende ist ja jetzt, wie man das macht, um den Verlauf hinzubekommen. Das heißt, damit der Polsterer Bescheid weiß, wie schräg der Winkel sein muss zum Abschneiden. Dazu brauche ich meinen Winkel, den ich gerade nicht finde, muss ich mal suchen. Kennt ihr bestimmt alle, hat man eben noch in den Händen gehabt und dann ist er weg. Ich befürchte, der liegt jetzt wahrscheinlich hier unten drin. Das ist so der Klassiker. Haben wir das Ding hier hingeschmissen, gerade hatten wir noch. So, hier ist er. Wir haben ihn wiedergefunden. Warum nur eine Stunde suchen? Ja, jetzt machen wir Folgendes. Und zwar, ich mache hier so alle 20 cm mal eine Markierung. Das ist mein Messpunkt. 20, 40, 60, 80, 100, 120 und da am Ende 140.
Dann muss ich mir Gedanken machen, wie dick soll das Polster werden? In dem Falle 9 cm. Dann nehme ich den Winkel, hier ist eine Skalierung drauf, Zentimeter, lege das an die Markierung, also nach 20 cm und drücke den ganz in die Ecke. Und auf 9 cm Höhe, das ist hier, messe ich dann den Abstand zur Bordwand. Und das sind in dem Falle 7 cm. Die 7 cm schreibe ich hier neben den Messpunkt. Dann nehmen wir den nächsten. Wir werden da gar nicht so viel Abweichung haben. Die Bordwand ist relativ konstant auf der Höhe. So, wieder 9 cm. Natürlich möglichst gerade oder eigentlich exakt gerade. Aber das ist wie gesagt Stoff. Das kommt jetzt da auf den genauen Millimeter nicht ganz an. So, hier sind es 6,5. 6,5. Ab zum nächsten Messpunkt. Da haben wir auf 9 cm Höhe dann 6. Also man sieht, dass das so linear abfallend ist. Ja. Ich denke mal, da hinten wird es ein bisschen mehr wieder werden. Mal so ein bisschen randrücken. Ja, ja, hier sind wir schon wieder bei 6,5. Also man sieht ganz gut, wie der Rumpf halt da seine bauchige Form macht. So, wo sind wir hier? Auch 6,5. Und ich würde ja mal schätzen, dass hier wahrscheinlich wieder 7 ist. Wir gucken mal. Ne, 6,5 bleibt bei 6,5. Ja, so wird's gemacht. Wichtig ist, dass man halt vorher die Matratzendicke definiert hat, weil das kann man dann nachträglich so nicht mehr ohne weiteres ändern, weil die Zentimetermaße sind halt jetzt auf die 9 cm gemessen. Und dann weiß der Polsterer halt, in welchem Winkel zur Bordwand das Ganze geschnitten werden muss. Ne? Ich messe hier nochmal vorsichtshalber nach. Das scheint mir nämlich ein bisschen viel. Das sind doch auch eher 6,5, nicht 7. Also es macht schon Sinn, das wirklich auch mal nachzukontrollieren. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir schneiden das jetzt hier noch an und dann sind die Schablonen fürs Schiff fertig und ich kann dir den Polsterer zuschicken. Ist auch eine spannende Aufgabe, also bei dieser ganzen Handwerkelei Schablonen machen, ja, braucht man auch ein bisschen Konzentration und ein bisschen Kopf. Aber ist ohne weiteres machbar. Ja, zu guter Letzt noch, ihr tut dem Polsterer in der Regel einen Gefallen, wenn die Schablonen dann gut beschriftet sind, dass der auch genau weiß, wo welches Bauteil hingehört. In dem Fall hier BB Backbord Salon. Und die 1 steht für das erste Polster der Salonkoje, weil das ist ja zweigeteilt. Hier ist das zweite Polster. So, dann auch sinnvoll logischerweise die Höhe, wie hoch das Ganze werden soll. Und was echt wichtig ist, das wird oft vergessen, wenn der Polsterer damit 20, 30 Schablonen in seiner Werkstatt hantiert, immer den Schiffsnamen und den Eignernamen und am besten auch noch die Telefonnummer auf jede Schablone schreiben. Denn wenn der Polsterer mit Schablonen rumhängt, da am Basteln ist und er greift daneben und hat eine Schablone erwischt von einem anderen Boot, dann ist blöd. Und bei Rückfragen muss er nicht immer direkt ins Büro rennen, sondern kann aus der Werkstatt einfach mal eben zurückrufen. Ja, ist so ein Praktiker-Tipp. Alles klar. Wenn die alten und neuen Polster dieselben Höhe haben, kann man natürlich auch die
alten Polster als Schablone und Mustervorlage nehmen. Hier sehen wir mal die alten Polster mit Knöpfen in der Sitzfläche. Wenn man da Knöpfe sieht, dann ist der Unterbau meistens nicht sehr hochwertig, weil das Fixierungsvlies fehlt und stattdessen Knöpfe eingesetzt wurden, damit Bezugsstoff und Polster in derselben Position bleiben. Ein guter Tipp ist auch, wenn die Vorschiffspolster bis in die Bugspitze reichen, wenn man die Höhe deutlich erhöht, dadurch gewinnt man Liegelänge. Ich habe hier die originalen 2x8 cm Polster aufeinander gelegt und bis vorne in die Spitze geschoben, was gut 20 cm mehr Liegefläche brachte. In die eigentlichen Kojenauflagen sollte man immer Lüftungslöcher einbringen, das habe ich bei mir in den Deckeln realisiert, damit halt Feuchtigkeit halt auch nach unten entsprechend ablüften kann. Neue Polster sollten auch immer mit einem Hinterlüftungsgewebe versehen sein, auf der Unterseite, aber nicht nur da, sondern man sollte dieses Gewebe auch seitlich an den Rändern hochziehen, damit entsprechend ein Luftaustausch stattfinden kann. Wer das Geld und auch den Platz hat, kann natürlich auch solch eine Lattenrostkonstruktion aus diesen einzelnen Punkten oder ein ganzes Lattenrost verbauen. Nachteil ist halt leider, dass man sich Revisionsklappen und Deckel damit zubaut. Das muss genau passen. Die Systeme sind nicht ganz billig, aber haben einen sehr guten Komfort. Hier mal das fertige Ergebnis in meinem Salon. Hier ist ein 12 cm Sitzpolster, was etwas härter ist. Zum Sitzen ist härter etwas besser wie zum Schlafen. Verbaut ist. Rechts im Anschluss kann man einen Deckel öffnen, um einen fließenden Übergang in die Hundekoje zu erhalten. Da haben wir aber einen Höhenunterschied von 2 cm in der Kojenauflage, die dann halt in den Polstern berücksichtigt werden muss. Des Weiteren habe ich das Kopfteil der Hundekoje so gestaltet, dass es aus Kunstleder und nicht aus Stoff ist. Denn mit der nassen Segelhose, wenn man reinkommt und sich mal an den Navigationstisch setzen möchte, kann man die Flächen abwischen und trägt das Salzwasser nicht in den Stoff hinein.